ist das Trinkgefäß erst leer, macht es keine rechte Freude mehr. Das ist ein Ausspruch von Wilhelm Busch, ein Dichter, den ich total gerne liebe und der ganz viel Wein getrunken hat. Und jetzt sind wir auch beim Klassischen und Historischen. Ich habe hier einmal die Scheurebe. Die Scheurebe wird auch benannt als der deutsche Sauvignon Blanc. Georg Scheu hat diese Rebsorte gezüchtet und in keinem anderen Land bringen die Deutschen, nämlich wir, so bukettbetonte Weine hervor, klassisch aus Rheinhessen. Wenn ich aber bei Klassik bin, dann darf der Riesling nicht fehlen. Balthasar Ress ist das Weingut mit einer ganz klassischen Einzellage, ein VDP-Weingut und dieser Wein ist feinherb. Halbtrocken trinke ich nicht, aber feinherb schmeckt mir so total gut. Feinherb ist halbtrocken. Ein bisschen Restsüße ist wie ein bisschen Salz in der Suppe. Das bringt Geschmack. Und dann habe ich hier einen super klassischen Vertreter, die Königsrebsorte aus dem Frankenland. Seit 1728 ist der Boxbeutel die offizielle Flaschenform für die Kollegen aus dem Frankenland. Das ist ein Werbegag gewesen, um die besseren Qualitäten ganz einfach sichtbar zu erkennen lassen. Hier haben wir ein klassisches Paket, typisch aus Deutschland, und das lohnt sich.